Moin, ich wollte euch mal was von mir so erzählen. Also meine Morgen, die sind ja meistens immer gleich so. Ja, also ich stehe auf, ganz gerne, ich liebe es aufzustehen, wenn ich müde bin. Und dann gähle ich und strecke ich mich. Ja, und dann, wenn ich dann aufgestanden bin, habe mich richtig gefreut. Ich bin dann auch mit dem rechten Fuß aufgestanden, dann gehe ich erstmal frühstücken. So, dann habe ich erstmal, ja, Clown gefrühstückt am Morgen. Das mache ich ja öfters so eigentlich, seitdem ich hier wohne. Wenn ich ganz doll Hunger habe, ein Frühstück, kriege ich zwei Clowns. Und wenn ich das erledigt habe, dann nach dem Essen soll es ja eine rauchen oder halt einen Kerl hier missbrauchen. Dann guck ich um. Ich bin halt Rauchkippe. Und wenn ich dann Kippe geraucht habe, dann gehe ich nochmal hoch, wenn es ganz gut läuft bei mir am Morgen halt. Und ich will es mir selber nicht besorgen. Dann gehe ich hoch und dann schlafe ich erstmal mit Peter. Mit Peter Lustig. Und wenn der Peter geil war, dann schlafe ich zweimal mit dem Peter. Aber das ist nicht lustig. Denn ich habe manchmal einen geilen Peter hier gefunden. Ich habe manchmal einen geilen Peter gefunden. Dann lege ich mich halt wieder hin und dann habe ich es mir selber gemacht. Self-made records. Und dann hatte ich falsche Träume. Und wenn ich dann falsche Träume hatte, habe ich dann quasi Eier. Stehe ich auf und denke, wir haben Ostern und ich darf Eier suchen. Und dann merke ich, wenn ich mich nochmal hingelegt habe, das ist gar kein Traum. Das waren Wunschvorstellungen. Ich habe gar nicht gut gefickt, seitdem ich hier wohne, Mann. Deswegen bin ich nicht gut drauf. Weil hier kein brauchbares Personal ist fürs Bett. Ja, sonst wäre mir das nicht passiert. Hier ist keiner fickbar für mich.